sind im Prinzip eigentlich immer die drei gleichen Erkrankungen, die an der Schulter zu einem hochakut und hochschmerzhaften Zustandsbild führen. Das wären zum einen die sogenannte Kalkschulter, die Entzündung des Schleimbeutels an der Schulter und die sogenannte Frozen Shoulder, bei der es zur Entzündung der Schultergelenkkapsel kommt. Zum einen die Kalkschulter. Die Patienten erwachen in der Nacht mit plötzlichen, unerwarteten, massiven Schmerzen. Der Arm kann kaum noch bewegt werden. Demgegenüber kann bei der Schleimbeutelentzündung der Arm meistens wenigstens noch nach vorne bewegt werden, während bei der Frozen Shoulder der Arm in alle Bewegungsrichtungen hochgradig bewegungseingeschränkt ist. Die Behandlung besteht bei allen diesen drei Krankheitsbildern wesentlich in der Entzündungshemmung. Unterscheiden muss man ein Stück weit die Kalkschulter und die Schleimbeutelentzündung auf der einen Seite gegenüber der Frozen Shoulder mit der Gelenkkapselentzündung auf der anderen Seite. Bei der Kalkschulter wie auch bei der Schleimbeutelentzündung ist die beste, die zuverlässigste, die effektivste und schnellste Hilfe die Gabe eines Cortisonpräparates mit einer Spritzenkanüle in den betroffenen Bereich der Schulter. In aller Regel sind die Patienten am nächsten Tag erheblich beschwerdegelindert. Etwas anders stellte sich da in der Behandlung der Frozen Shoulder. Hier muss das Cortison in Abweichung zu dem, was gerade gesagt wurde, in das Gelenk selber hineingegeben werden, damit es dort wirken kann. Dort dauert es in aller Regel auch ein bisschen länger, bis die Wirkung eintritt. Und die Wirkung ist in aller Regel auch nicht ganz so hochpotent wie bei den Krankheitsbildern Kalkschulter und Schleimbeutelentzündung.